Ich grüße euch, mein Name ist Nikolai Alexander. Ich möchte mich heute einmal mit einem Vorwurf auseinandersetzen, mit dem jeder Patriot, jeder Konservative und überhaupt jeder, der in dieser Flüchtlingskrise und dieser Epoche der Masseneinwanderung gesunden Menschenverstand an den Tag legt, permanent konfrontiert wird. Nämlich der Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit, der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus und was da nicht noch alles aus der Schublade hervorgeholt und herbeikonstruiert wird, um politische Gegner zu diskreditieren. Und obwohl mir persönlich dieser Vorwurf verhältnismäßig selten gemacht wurde, was ein positives Zeichen ist, weil das für die Intelligenz meiner Zuschauer spricht, ist er in unserer Gesellschaft aufgrund ihrer ungeheuren Dummheit und ihrer ideologischen Verblendung natürlich permanent ein Thema. Und deshalb wollen wir uns dessen jetzt einmal annehmen. Und ich kann an dieser Stelle natürlich grundsätzlich erstmal nur für mich selbst sprechen, aber ich denke doch, dass sehr viele Patrioten einen sehr ähnlichen Standpunkt vertreten, nur ohne dass dies in der Deutlichkeit, wie es hier jetzt formuliert werden soll, kommuniziert würde. Dieses ganze Konstrukt an Vorwürfen und Unterstellungen lässt sich im Prinzip ganz leicht entkräften. Wir stellen einfach zwei Menschen gegenüber, Akif Pirinci und Cem Özdemir. Das sind beides Türken. Also für einen Ausländerfeind, einen Fremdenfeind, einen Rassisten, müssten beide gleich zu bewerten sein. So jemand müsste beiden feindlich gegenüberstehen. Und jetzt stellen wir aber fest, das ist bei mir und bei den allermeisten von uns einfach nicht der Fall. Cem Özdemir bin ich durchaus feindlich gesinnt, Akif Pirinci aber nicht. Auch wenn ich bei weitem nicht allem zustimme, was Pirinci schreibt oder sagt, bin ich der festen Überzeugung, dass er uns durch seine publizistische Arbeit weitergebracht hat. Er hat damit eine weitere Bresche für die Redefreiheit geschlagen, er hat weitere Menschen aus ihrem ideologischen Dämmerschlaf erweckt und er hat den Patrioten, oder ich würde sogar sagen, den Deutschen generell, den Rücken gestärkt. Ihr seid Deutsche, keine feigen Ratten, es lebe das heilige Deutschland und so weiter und so fort. Cem Özdemir hingegen ist ein klassischer, selbstherrlicher Grüner, der für all das einsteht, was gegen das deutsche Volk gerichtet ist. EU, Euro, transatlantisches Bündnis, sogenannte westliche Werte, Erdrosselung der deutschen Wirtschaft, Denkverbote, Redeverbote und natürlich die Durchflutung Deutschlands mit Millionen von Einwanderern. Eben das ganze Gift, das bei den Grünen so im Programm ist. Also kurzum, Akif Pirinci würde ich einen Orden umhängen und Cem Özdemir etwas anderes. Warum? Warum bin ich dem Türken Akif Pirinci freundlich, aber dem Türken Cem Özdemir feindlich gesonnen? Aus diesen Schilderungen heraus sollte es bereits deutlich geworden sein, weil Akif Pirinci Deutschland freundlich und Cem Özdemir Deutschland feindlich gesonnen ist. Der eine will Deutschland retten, der andere will es zerstören. Und das ist das Koordinatensystem, nach dem ich Menschen beurteile. Jedem, der sich für Deutschland einsetzt, bin ich freundlich gesonnen. Jedem, der sich gegen Deutschland einsetzt, bin ich feindlich gesonnen. Und die Herkunft spielt dabei überhaupt keine Rolle. In einem größeren Zusammenhang betrachtet könnte man auch sagen, jedem, der die neue Weltordnung bekämpft, bin ich freundlich gesonnen, jedem, der sie unterstützt, bin ich feindlich gesonnen. Und zu den Kämpfern gegen die neue Weltordnung zählen auch Wladimir Putin, Bashar al-Assad, Mahmoud Ahmadinejad, Evo Morales, Viktor Orban, Marine Le Pen, und dazu zählten auch Muammar al-Gaddafi, Hugo Chavez und noch viele andere. Alles Ausländer, alles keine Deutschen, alles Angehörige fremder Völker, fremder Kulturen, fremder Nationen oder auch Religionen. Und dennoch bin ich diesen Menschen, komischerweise, freundlich gesonnen. Genauso wie all jenen Ausländern oder Einwanderern mit deutscher Staatsbürgerschaft oder Halb- oder Vierteldeutschen, die wohlgemerkt zu meinen Zuschauern und Unterstützern zählen und die sich auf unsere Seite stellen. Oder auch einem Xavier Naidoo, der nur zu einem Viertel Deutscher ist, der sich aber für die Redefreiheit und die Freiheit Deutschlands überhaupt einsetzt. All diese Menschen sehe ich als unsere Verbündeten, unsere Waffenbrüder, unsere Freunde. Weil all diese Menschen auf die eine oder andere Weise, der eine mehr, der andere weniger, gegen die neue Weltordnung kämpfen. Wir befinden uns in einem weltweiten Krieg gegen eine, wie John F. Kennedy sagte, weltweite Verschwörung und jeder Mensch, gleich welcher Gruppe er angehört, kann sich entscheiden, auf wessen Seite er sich stellt. Und auch ein ausländischer Politiker, der explizit nicht in unserem, sondern im Interesse seines Volkes handelt, was ja völlig richtig so ist,
handelt letztendlich doch insoweit in unserem Interesse, dass er ein universelles Prinzip verteidigt. Das Prinzip der Volkssouveränität. Das Prinzip, dass jedes Volk das Recht haben sollte, in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Und dass wiederum niemand das Recht haben sollte, in die Angelegenheiten eines Volkes einzugreifen. Keine EU, keine NATO, keine USA, keine Atlantikbrücke, keine Israel-Lobby, keine Freimaurer, keine Bilderberger, keine trilaterale Kommission, keine UNO, keine Federal Reserve, niemand. Niemand auf der Erde sollte dieses Recht haben. Und tut er es doch, sollten wir wiederum das Recht haben, uns dagegen wehren zu dürfen. Aber es ist eben genau umgekehrt. Fremde Mächte greifen nicht nur in unser Staatsleben, sondern sogar in unsere Volksseele ein, die mittlerweile vollkommen verstümmelt und unkenntlich gemacht wurde, und wir haben kein Recht, uns dagegen zu wehren. Denn das oberste Recht ist eben das Faustrecht, das heißt, der Stärkste gibt den Ton an, und der Stärkste sind nun mal nicht wir. Und dieser Zustand soll verschärft werden hin zu einem Punkt, an dem die einzelnen Völker gar keine Rechte mehr haben werden, und sich alle Macht und Souveränität an einem Punkt konzentriert. Das ist die neue Weltordnung und dagegen kämpfen alle Patrioten der Erde an. Welche Rolle ein Mensch hierbei einnehmen kann, sehen wir am Falle Syriens, das 2011 ins Fadenkreuz der Weltverschwörer geraten ist. Das Land wurde von ausländischen Agitatoren mit Söldnern und Waffen geflutet, ins Chaos gestürzt und mit Krieg überzogen. Die Syrer hatten nun zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Und die eine Gruppe Syrer, die kämpft nun seit 5 Jahren tapfer und verbissen gegen diese Invasion an. Diese Männer und Frauen haben meine Hochachtung und verdienen unsere volle Unterstützung. Da wir nicht die Möglichkeiten haben, die unseren Feinden und ihren Handlangern zur Verfügung stehen, konnten und können wir leider nicht mehr tun, als bei der Entlarvung der westlichen Lügenpresse, die diese Invasion von Anfang an mit ihren Lügen begleitet hat, mitzuwirken. Aber wenn ich diese Möglichkeiten hätte, würde ich den Syrern alle Hilfe zukommen lassen, die überhaupt nur denkbar ist. Denn diese Syrer kämpfen gegen die neue Weltordnung und sie kämpfen für ihre Souveränität. Deshalb stehe ich 1000%ig hinter ihnen. Dann gibt es aber noch eine andere Gruppe von Syrern. Und es geht mir hierbei explizit nicht um Frauen oder Kinder, sondern um die syrischen Männer. Jene Männer, die wehrdienstfähig oder zumindest arbeitsfähig sind, sich aber von ihrem Vaterland abgewendet haben, die ihren Präsidenten, ihre Kameraden und ihre Landsleute im Stich gelassen haben und die geflohen sind, und zwar nach Deutschland. Diese Männer haben nicht nur keinen Widerstand gegen die neue Weltordnung geleistet, sondern haben sich im Gegenteil durch diese auch noch einspannen lassen und in den großen Tross der Flüchtlingsinvasion eingereiht. Und so wie ihr Heimatland von ausländischen Invasoren zerstört wird, sind sie selbst zu ausländischen Invasoren geworden, die nun unser Heimatland mit zerstören werden. Es gibt Menschen, die behaupten, in Syrien würden Syrer andere Syrer töten oder Muslime würden andere Muslime töten. Ich sehe es jedoch vielmehr so, dass ausländische Eindringlinge die Einheimischen töten. Und genau den gleichen Fall haben wir auch hier, nur in noch viel abgeschwächterer Form. Aber diese Zustände werden sich verschärfen und auch hier wird es Bürgerkrieg geben. Ohne, dass die Mehrheit der Flüchtlinge und Einwanderer das wollen würde, ohne, dass sie böse Absichten hätten, aber es wird so kommen. Und sowohl Europa als auch der Nahe Osten werden zerstört. Alles wird zerstört, damit auf diesen Trümmern etwas Neues errichtet werden kann. Eine neue Ordnung aus dem Chaos. Und jene Menschen, die sich in diese Vernichtungsmaschinerie in irgendeiner Art und Weise haben einspannen lassen, die müssen als feindlich klassifiziert werden, so auch diese angeblichen Flüchtlinge. Und deshalb bin ich mit diesen überhaupt nicht solidarisch. Außer, wie gesagt, bei Frauen und Kindern, bei Alten, Kranken und Schwachen, das ist etwas anderes. Also, ich stehe dem Syrer nicht freundlich oder feindlich gegenüber, weil er ein Syrer ist, sondern ich beurteile ihn anhand der Rolle, die er innerhalb dieser globalen Ereignisse einnimmt. Und so ist es auch mit jedem anderen Menschen. Und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Was ich vertrete, ist eine Lehre der reinen Selbstverteidigung. Wir entscheiden nicht, welche Rolle die anderen einnehmen. Wir entscheiden nicht, wer uns angreift. Wir haben nur die Entscheidung getroffen, uns zu verteidigen.
Und das ist unser gutes Recht, auch wenn man uns dieses natürlich nicht zubilligen will. Es war auch nicht unsere Entscheidung, den Vereinigten Staaten von Amerika feindlich gegenüberzustehen. Sie sind doch hier einmarschiert. Sie haben hier ihre Truppen und Atomwaffen stationiert. Sie infiltrieren uns mit ihren Organisationen. Sie überschütten uns mit ihren Lügen. Das macht nicht Kanada, das macht nicht Brasilien und das macht nicht Indien, weshalb wir gegen diese Länder logischerweise auch überhaupt nichts haben, denn sie haben uns ja gar nichts getan. Aber die Vereinigten Staaten sind dabei, uns zu zerstören. Sie stehen uns feindlich gegenüber, deshalb sind wir gezwungen, ihnen feindlich gegenüberzustehen. Und wir stehen auch nicht den Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika feindlich gegenüber, nicht dem Land, nicht einmal der Regierung, sondern der Politik, die sie betreibt. Würde die US-amerikanische Regierung ihre Politik ändern, würden sich die Amerikaner zurückziehen und uns freilassen, könnte man auch sicher zu einem echten freundschaftlichen Verhältnis kommen. Aber solange diese Art der Politik von dieser oder gleich welcher Regierung dieses Landes betrieben wird, befinden wir uns nun mal in einem Feindverhältnis mit diesem Staat. Und somit auch mit seinen Bürgern, wenn sie diese Politik unterstützen. Aber wie gesagt, es ist nicht Angriff, sondern Abwehr. Wir suchen uns nicht aus reiner Boshaftigkeit willkürlich Länder auf der Landkarte aus, um diesen dann sozusagen zum Spaß feindselig gesonnen zu sein, was ja die wahnwitzige Theorie der transatlantischen Systemhandlanger ist. Wenn die USA die ganze Welt mit Bomben überziehen, ausplündern und versklaven und die ganze Welt einen Argwohn auf dieses Land hegt, nicht aber auf sämtliche anderen Länder, die sich friedlich und fair verhalten, dann könnte eigentlich auch das letzte transatlantische Fruchtfliegengehirn auf die Idee kommen, dass hier ein Zusammenhang besteht. Also, unser Anti-Amerikanismus ist nicht Angriff, sondern Abwehr. Es ist keine Willkür, es ist keine Boshaftigkeit, es ist die Reaktion auf das Verhalten der Gegenseite. Und mit anderen geopolitischen Gegnern ist es exakt das Gleiche. So auch mit jenen fremdländischen Siedlern, die nach Deutschland kommen, um hier Landnahme zu betreiben. Wir vertreten keine Weltanschauung, die darauf ausgelegt ist, zu erobern, wie unsere Feinde es tun, sondern die darauf ausgelegt ist, das zurückzuerobern, was rechtmäßig uns gehört. Deshalb heißt es ja auch Reconquista. Wir wollen nicht, dass die amerikanischen Truppen gehen, nur um anschließend unsererseits anderen unseren Willen aufzwingen zu können, sondern um in eine Phase der echten Kooperation eintreten zu können. Aus der Sicht der Architekten der neuen Weltordnung gibt es nur eine Form von Kooperation. Eine Instanz soll alle beherrschen und alle unteren Glieder der Kette sollen gezwungen werden, zu kooperieren. Und wer nicht gehorcht, wird eliminiert. Das ist keine Kooperation. Das ist Tyrannei. Und wir proklamieren den Kampf gegen diese Tyrannei. Wir werden sie niemals akzeptieren und wir sind bereit zu echter Kooperation, ganz gleich mit wem. Aber die Gegenseite entscheidet, ob eine solche Kooperation zustande kommen kann oder nicht. Von ihrem guten Willen hängt es ab, nicht von unserem. Denn der ist längst da. Und wenn irgendjemand Ansichten vertritt oder Maßnahmen ausführt, die gegen das deutsche Volk gerichtet sind, dann darf er sich unserer Feindschaft sicher sein. Er sollte dann aber bitte auch nicht jammern und heulen, wenn wir uns mit allem wehren, was wir haben, und wenn er dann die Konsequenzen zu spüren kriegt. Jetzt könnte man nach erörtertem Schema wieder unterteilen, in einerseits jene Einwanderer, die kriminell sind, die massive Verbrechen gegen Einheimische begehen, die Sozialleistungen ergaunern, die offen darauf abzielen, Landnahme zu betreiben oder die sich in den bundesrepublikanischen Institutionen einnisten, um von dort aus deutschenfeindliche Propaganda zu forcieren, und andererseits jenen Einwanderern, die sich integrieren, die gesetzestreu sind, die Steuerleistungen erbringen oder die das Deutschtum sogar schätzen und erhalten wollen, und nach diesem Schema dann konstatieren, die einen sind Freunde, die anderen sind Feinde. Und von den allermeisten Patrioten wird das auch genau so gehandhabt. Es ist aber zu kurz gedacht. Denn alle Einwanderer, die Guten wie die Schlechten, sind Teil des Konzepts der Umvolkung. Das deutsche Volk soll beseitigt werden. Es handelt sich hier um einen Völkermord. Und das sage nicht ich, das sagen die Vereinten Nationen, also die de jure höchste Instanz der Welt.
Handlungen, die darauf abzielen, eine rassische, religiöse, nationale oder ethnische Gruppe, und das deutsche Volk ist eine nationale und ethnische Gruppe, ganz oder auch nur teilweise zu zerstören, sind Völkermord. Und genau darauf zielt die aktuelle Politik ganz eindeutig ab. Denn selbst wenn wir annehmen, die niedrigen Geburtenraten der Deutschen und der hohe Zuzug von Fremden, das sei alles ein Zufall, eine Fügung des Schicksals oder hätte sich eben einfach so ergeben, dann aber jemand die Forderung aufstellt, dieser rein zufälligen Entwicklung entgegenzusteuern und den Fortbestand der ethnischen und nationalen Gruppe der Deutschen sicherzustellen, wird diese Forderung mit dem unvorstellbarsten Geschrei, mit Gift und Galle niedergeschrien und niedergeknüppelt. Das sei Rassismus, Biologismus, Sozialdarwinismus und so weiter und so fort. Ja, und selbst wenn? Das Gegenteil davon ist Völkermord, haben wir doch eben festgestellt. Und das zeigt, es ist von oben so gewollt. Es ist gewollt, dass die ethnische und nationale Gruppe der Deutschen ganz oder teilweise zerstört wird, denn Maßnahmen, die das verhindern könnten, die sind ausdrücklich nicht gewollt. Und da habt ihr es eben wieder. Selbstverteidigung ist uns verboten. Das deutsche Volk darf durch genozidale Maßnahmen reduziert und letztendlich vernichtet werden, und wir Deutschen dürfen noch nicht einmal dagegen argumentieren. Man könnte dafür theoretisch ins Gefängnis kommen. Also, es findet ein Völkermord statt am deutschen Volk, nur wird dieser Völkermord nicht, wie zum Beispiel an den amerikanischen Ureinwohnern, mit gewalttätigen, sondern weitgehend mit gewaltlosen Mitteln durchgeführt. Hauptsächlich durch Propaganda. Die mehreren Millionen ungeborenen deutschen Kinder zum Beispiel, die seit der 68er Pest ermordet wurden, sind nicht durch Zwangsabtreibungen zu Tode gekommen, sondern ihre Mütter wurden dazu gebracht, ihrer Beseitigung freiwillig zuzustimmen. Und wie? Durch Propaganda, durch Manipulation und Gehirnwäsche. Und das Ergebnis ist am Ende dasselbe, nur die Methode ist eine andere. Das deutsche Volk wird dezimiert, es wird eliminiert und, da kommen die Einwanderer ins Spiel, durch Siedler aus anderen Ländern ersetzt. Und wir können das nicht akzeptieren. Wir sind keine Feinde des Islams, keine Feinde der Türken, der Araber oder der afrikanischen Völker, sondern wir sind Feinde unserer eigenen Vernichtung. Es tut uns schrecklich leid, aber wir wollen nun mal als Volk, als ethnische und nationale Gruppe überleben. Und da ist es auch völlig egal, wen die schicken, um uns zu ersetzen. Gebildete, Ungebildete, Kriminelle oder Gesetzestreue. Die könnten uns auch Außerirdische schicken, um uns zu ersetzen. Wir können das nicht akzeptieren. Genauso wie kein anderes Volk der Erde, das bei Verstand ist, das akzeptieren könnte. Niemals würden beispielsweise die Türken akzeptieren, mit Millionen von Fremden durchflutet zu werden, während sie selbst reduziert werden und ihre Kultur stirbt. Irgendwelche verwestlichten Türken aus Istanbul vielleicht, mag sein. Aber kein Türke, der auch nur einen Funken Vaterlandsliebe und Kulturbewusstsein in sich hat, würde das akzeptieren. Auch kein Syrer, kein Iraker, kein Pakistani, kein Inder, niemand. Wenn wir den Türken sagen würden, wir schicken euch jetzt 5 Millionen Deutsche und sie werden bei euch Kirchen bauen und sie werden Bibeln verteilen und sie werden an jeder Straßenecke Schweinefleisch verkaufen, dann würden sie sagen, nein, nein, das wollen wir nicht. Ihr könnt 10.000 Deutsche schicken oder vielleicht auch 100.000, aber keine 5 Millionen. Und ihr werdet uns nicht alles mit Kirchen zupflastern. Und dann müsste ich sagen, verständlich, das ist eine vernünftige Entscheidung. Die Türkei gehört den Türken, nicht den Deutschen. So steht es ja auch oben auf jeder Ausgabe der Hürriyet. Ich würde nicht von Fremdenfeindlichkeit oder deutschen Feindlichkeit jammern, sondern ich würde sagen, das ist ganz normal. Jeder würde so handeln. Und wir haben gar kein Problem damit, wenn Ausländer als Touristen kommen, wenn sie als Austauschschüler oder als Austauschstudenten kommen, vorausgesetzt sie bezahlen ihr Studium selbst. Sie können sogar als Gastarbeiter kommen, wenn Arbeitsplätze verfügbar sind, wenn die Wirtschaft das braucht und wenn die Löhne dadurch nicht gedrückt werden. Und wir können auch Flüchtlinge aufnehmen, wenn es sich um echte Flüchtlinge handelt, wenn sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hierher kommen, wenn die Kapazitäten noch nicht erschöpft sind und so weiter und so fort. Denn all diese Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie irgendwann wieder gehen.
Aber was wir nicht akzeptieren können, ist, dass uns Millionen von angeblichen Gastarbeitern und angeblichen Flüchtlingen geschickt werden, die sich dann aber als Siedler entpuppen, die hier Landnahme betreiben. Das können wir nicht akzeptieren. Und es versteht sich von selbst, und auch das ist prinzipiell kein Problem, dass eine gewisse Anzahl an Einwanderern auch dauerhaft hier bleibt. Wie hoch diese Anzahl sein sollte, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht festlegen, das müsste man wissenschaftlich erarbeiten. Aber klar ist jedenfalls, die Zahl, die noch im Rahmen dessen liegt, was man vernünftig nennen kann, ist eindeutig längst überschritten. Und das Frappante ist, die BRD definiert eine solche Zahl auch überhaupt nicht. Sie proklamiert, ein Deutschland, in dem überwiegend Deutsche leben, sei eine ganz, ganz schreckliche Sache. Und Deutschland müsse unbedingt bunter werden. Und Wolfgang Rettig hat dann einmal die Frage gestellt, wann ist denn dann der Grad an Buntheit erreicht, an dem diese BRD sagt, es ist jetzt bunt genug? Das ist eine sehr kluge, da sehr entlarvende Frage, denn die Antwort ist ganz einfach. Nie. Dieser Punkt kommt einfach nie, an dem es den Demokraten zu bunt wird. Es gibt in vielen europäischen und deutschen Städten Stadtviertel, da leben praktisch keine Einheimischen mehr. Wenn man dorthin geht, kann es einem passieren, dass man der einzige Weiße auf der Straße ist. Und daran sieht man, wo die Reise hingeht. Aber machen die Demokraten irgendwelche Anstalten, diesem Prozess einen Riegel vorzuschieben? Nein, das ist genau das Traumparadies, das sie haben wollen. Und das soll immer so weitergehen, bis ganz Deutschland so aussieht. Und jetzt wird von uns Deutschen nicht nur verlangt, das zu tolerieren, wie sie immer behaupten. Es wird nicht verlangt, das zu ertragen und zu erdulden, sondern es wurde ein Kult geschaffen, der diese Zustände zelebriert. Und von uns wird verlangt, sie ebenfalls zu zelebrieren. Wir sollen in das Jubelgeschrei, wie wunderbar bunt und vielfältig und multikulturell Deutschland wird und wie schrecklich deutsch und weiß es früher einmal war, mit einstimmen. Und wer das von uns verlangt, der verlangt buchstäblich von einem Vergewaltigungsopfer, nicht nur, dass es sich nicht wehrt, nicht nur, dass es seine Vergewaltigung absegnet, sondern er verlangt, es solle die Vergewaltigung gefälligst auch noch genießen. Das ist der satanische Geist, der hinter diesen Entwicklungen steht. Unsere Kultur wird vor unseren Augen vergewaltigt und zerstört, und wir werden quasi mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, dem auch noch Beifall zu klatschen. Und wir werden das nicht tun. Wir wollen, dass Deutschland ethnisch und kulturell deutsch bleibt. Und das ist kein Rassismus, keine Fremdenfeindlichkeit, sondern einfach Völkerrecht oder meinetwegen sogar Menschenrecht. Denn das Gegenkonzept dazu ist Völkermord. Und der ist natürlich a priori unvereinbar mit Völker- oder Menschenrecht. Das eine schließt das andere aus. Und an diesem Punkt sollte sich jetzt jeder einmal fragen, ob er diese Ansicht teilt, ob er der Ansicht ist, ja, jede ethnische und nationale Gruppe, auch die der Deutschen, hat ein Existenzrecht, oder ob er der Ansicht ist, nein, das deutsche Volk hat kein Recht, als ethnische und nationale Gruppe, so wie es ist, weiter zu bestehen, es muss bunt werden, es muss multikulturell werden, es muss mit Fremden durchmischt werden, es muss sein Land mit anderen teilen, es muss dabei zusehen, wie es zur Minderheit im eigenen Land wird. Wenn ihr diese Ansicht vertretet, Glückwunsch, ihr steht auf der Seite von Völkermördern. Für alle anderen will ich jetzt ein Konzept vorschlagen, wie wir zu einer vernünftigen Lösung des Problems kommen können. Alle Einwanderer, die Guten wie die Schlechten, sind also Teil des Konzepts der Umvolkung. Sie sind Teil der Migrationswaffe, die gegen Deutschland gerichtet ist. Und dieses Konzept der Umvolkung, das Konzept der Migration als Waffe, das hier in Europa betrieben wird, ist ein besonders bösartiges, weil es Menschen zu Schachfiguren in einem Krieg instrumentalisiert, ohne dass diese davon wüssten, ohne dass sie das überhaupt wollen würden und weil dadurch ein Schaden erzeugt wird, der nur schwer repariert werden kann, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Vergleichbar mit einer Klinge, die in einer Wunde steckt. Stecken lassen kann man sie nicht, sie muss raus, aber beim Herausziehen können noch schwerere Verletzungen entstehen als ohnehin schon. Ebenso ist es mit der Masseneinwanderung nach Europa. Man hat trotz zigfacher Warnungen nie die Reißleine gezogen, sondern immer noch mehr Einwanderer geholt, und jetzt haben wir zu viele, viel zu viele,
und es werden immer noch Tag für Tag mehr. Die meisten dieser Einwanderer sehen sich nicht als Bestandteil einer Migrationswaffe, sie sehen sich nicht als Soldaten in einem Krieg, von einem gewissen Anteil islamischer Extremisten einmal abgesehen, die meisten wollen einfach nur arbeiten, Geld verdienen, das Leben genießen und ihre Ruhe haben. Und dennoch sind sie Teil der Migrationswaffe. Diese Menschen hatten überhaupt nichts Böses im Sinn, als sie hierher kamen. Das weiß ich, das berücksichtige ich. Sie sind aber, ohne es zu wissen, Teil einer bösartigen politischen Entwicklung geworden, die gegen das deutsche Volk gerichtet ist. Und das wiederum sollte die Gegenseite bitte berücksichtigen. Und wir können gegen diese politische Entwicklung nicht angehen, ohne nicht auch an der Komfortzone der Einwanderer zu rütteln. Wir können das so, wie es jetzt ist, nicht lassen. Kurz gesagt, ein gewisser Anteil der Einwanderer, mehrere Millionen, werden wieder gehen müssen. Aber sie wollen nicht gehen. Sie wollen bleiben. Wir haben also einen Interessenkonflikt mit diesen Menschen. Jetzt stellt sich die Frage, wie dieser aufgelöst werden kann. Und im öffentlichen Diskurs steht hierzu nur ein Konzept im Raum, nämlich das denkbar schlechteste und dümmste. Die Gewalt. Die gewaltsame Vertreibung und Deportation aller Menschen, die nicht deutschstämmig sind. Dieses Szenario ist einerseits der Wunschtraum einer verschwindend geringen, vom Radar praktisch schon nicht mehr zu erfassenden Minderheit von Radikalinskis, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, und andererseits die Wahnvorstellung und Angstpsychose der gesamten politischen Landschaft links der Mitte. Das läuft dann folgendermaßen ab. Irgendein Schützearsch, den niemand kennt, der im öffentlichen Diskurs keinerlei Rolle spielt, der über keinerlei Macht verfügt, der in seinem Leben noch nie gesellschaftspolitischen Einfluss genommen hat und auch niemals nehmen wird, also kurzum ein absoluter Niemand, schreibt irgendwo im Internet unter irgendeinem Video, vielleicht einem von mir, oder irgendwo auf Facebook oder sonst wo, alle Flüchtlinge oder auch Einwanderer sollten deportiert werden, liquidiert werden oder irgend so etwas in der Art. Normalerweise würde man sagen, gut, es gab auch schon Sekten, die die Vernichtung der ganzen Menschheit forderten, also Verrückte gab es schon immer und wenn sie gefährlich sind, verfrachtet man sie vielleicht in eine Gummizelle, aber das war's dann auch. Ansonsten braucht man solche Menschen nicht weiter zu beachten, weil sie politisch niemals eine Rolle spielen werden. Aber ihr wisst, wie die Linken arbeiten. Praktisch ausschließlich mit Unterstellungen, Nebelkerzen, Strohmännern. Also kurzum, mit Verbrechertaktiken. Sie durchstöbern also gezielt das Netz nach solchen seltenen und unbedeutenden Abstrusitäten. Und wenn sie dann mal so einen Kommentar gefunden haben, dann sind sie ganz stolz und heilfroh. Denn dann können sie das nehmen und es hochskalieren. Und dann sagen sie, seht ihr, die Deutschen, das sind insgeheim alles tollwütige Hunde, die man an der Kette halten muss. Das ist die Bestätigung, da hat sich einer verraten. Und was dieser eine Spinner da schreibt, das will Pegida insgeheim auch. Und die AfD auch. Und Höcke und Petri und Elsässer und Kubitschek und die Identitären und Orban und Le Pen, ja selbst Trump, die sind auch alle so drauf. Und natürlich ist das eine Unterstellung, eine Lüge, einfach eine Erfindung, aber das Frappante ist, die Linken glauben das wirklich. Sie sagen das nicht in erster Linie, um ihre Kontrahenten zu diskreditieren, sondern sie leben tatsächlich in diesem unfassbaren Wahn, dass alle, die ihrer Ideologie in irgendeiner Art und Weise widersprechen, potenzielle Massenmörder wären. Selbst irgendwelche Rentner, die bei Pegida mitspazieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie verrückt jemand sein muss, um so ein wirres Zeug im Kopf zu haben. Also worauf ich hinaus will ist, was irgendein Niemand oder irgendein Spinner von sich gibt, hat überhaupt keine Relevanz. Relevanz hat, was die führenden Politiker und Publizisten der Opposition sagen, welchen Standpunkt sie einnehmen und welche Konzepte sie vorschlagen. Weil das Dinge sind, bei denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Und natürlich hat keine Führungsfigur der Opposition, die Relevanz hat, jemals behauptet, ja nicht einmal angedeutet, dass die massenhafte Deportation oder Liquidierung von wem auch immer, auch nur im Entferntesten irgendwie eine mögliche Option sei. Niemand vertritt das. Kein Mensch. Und nicht nur, weil es politisch inkorrekt ist, sondern weil das überhaupt kein valides politisches Konzept ist.
Denn was würde es denn bedeuten, so eine Wahnidee tatsächlich umzusetzen? Was wären denn die Konsequenzen? Das wäre praktisch eine Kriegserklärung an den Rest der Welt. Die ganze Welt würde uns mit Sanktionen, wahrscheinlich sogar mit Krieg überziehen. Deutschland würde dadurch völlig isoliert und ruiniert. Selbst der bösartigste Mensch würde, wenn er auch nur einen Funkenverstand hat, so etwas niemals riskieren. Es ist einfach Blödsinn, kolossaler Blödsinn. Eine Hollywood-Märchengeschichte aus der Villa Kunterbunt. Wie kann man so verrückt sein, zu glauben, dass wir so verrückt wären? Und an dieser Stelle kommen wir nämlich an das marode, morsche Fundament dieser ganzen linken Ideologie. Zeigt mir mal ein Regime in der Welt, das jemals das umgesetzt haben soll, was die uns da unterstellen wollen. Zeigt mir mal ein klassisches, sogenanntes, ausländerfeindliches, fremdenfeindliches Regime. Sowas gibt's überhaupt nicht. Gab es nie, wird es nie geben. Denn die Ausländer, die Fremden, die machen speziell in unserem Fall 99% der ganzen restlichen Menschheit aus. Wie kann denn ein einzelnes Land mit 99% der Weltbevölkerung in ein offenes Feindverhältnis eintreten? Das geht überhaupt nicht. Denn mit dem Ausland treibt man ja zum Beispiel Handel. Wir sind auf den Export, aber auch auf den Import angewiesen. Wir besuchen das Ausland und Besucher aus aller Welt kommen zu uns und wir verdienen auch daran. Wir unterhalten diplomatische Beziehungen, wir arbeiten auf dem wissenschaftlichen Sektor zusammen und man ist auch im Regelfall mit verschiedenen Ländern des Auslands politisch bzw. militärisch verbündet. Was bedeutet, man ist dann im Extremfall auch dazu bereit, füreinander einzustehen und Seite an Seite zu sterben. Und es war niemals anders. Wir haben immer mit dem Ausland Handel getrieben, wir hatten immer den einen oder anderen Verbündeten, dementsprechend dann auch immer irgendwelche Feinde, aber eine generelle, grundsätzliche, totale Ablehnung und Feindlichkeit gegenüber allem, was nicht einheimisch ist, das gibt es schlicht und einfach nicht. Das ist eine Wahnvorstellung der Linken, die damit jede UFO-Sekte in den Schatten stellen. Der ausländerfeindlichste Staat der Erde ist im Moment Nordkorea. Es ist praktisch unmöglich, dort einzuwandern, und der Tourismus befindet sich ebenfalls auf niedrigstem Niveau. Ausländische Besucher werden streng überwacht. Wie kann man allen Ernstes glauben, irgendjemand von uns würde sich Nordkorea zum Vorbild nehmen? Und selbst Nordkorea praktiziert diese Form der Politik nicht basierend auf einer grundsätzlichen Fremdenfeindlichkeit, sondern basierend auf der totalitären und paranoiden Struktur, die dieser Staat nun mal hat. Jeder Ausländer ist ein potenzieller Spion und eine potenzielle Quelle ausländischer Propaganda, welche die Loyalität der eigenen Bevölkerung ins Wanken bringen könnte. Und deshalb lebt man in einer solchen Isolation. Und auch der Islamische Staat, der ja angeblich alle Ungläubigen unterwerfen oder vernichten will, also aus einer religiösen Wahnidee heraus tatsächlich alle Fremden als Feinde klassifiziert, setzt diese Ideologie faktisch nicht um. Denn wenn alle Ungläubigen Feinde sind, von wem bekommt der IS dann seine Waffen? Und an wen verkauft er sein Erdöl? Also selbst der IS, der sich so radikal gebärdet, ist zumindest so vernünftig, dass er seine Ideologie nicht vollumfänglich in die Tat umsetzt. Denn sonst würde er schon gar nicht mehr existieren. Er unterhält wie jeder andere auch irgendwelche Beziehungen zum Ausland, zu anderen Gruppen, zu den Fremden, zu den Ungläubigen. Treibt Handel, führt Verhandlungen, schmiedet Bündnisse, wenn auch nur heimlich. Und die IS-Kämpfer lassen sich sogar von einem Ungläubigen, nämlich von Jürgen Todenhöfer, besuchen und interviewen. Warum? Weil sie das aus irgendwelchen Gründen für sich als zweckdienlich ansehen. Politik heißt, das umzusetzen, was den eigenen Zwecken dient. Und der gesamten restlichen Welt feindlich gegenüberzustehen, kann natürlich niemals zweckdienlich sein. Und daran sieht man, diese angebliche Fremdenfeindlichkeit, vor der permanent gewarnt und vor der sich fast zu Tode gefürchtet wird, ist etwas, das es im Grunde gar nicht gibt. Denn eine Feindseligkeit gegen alles und jeden wäre schlicht und einfach eine Selbstmordideologie. Selbst der bösartigste Politiker könnte so etwas nicht umsetzen, weil auch er seine Macht ausbauen, sich aber nicht in den Selbstmord stürzen will.
Man ist also immer, selbst wenn man es nicht wollte, darauf angewiesen, mit dem Rest der Welt so gut es geht zu kooperieren. Oder wie Machiavelli sagt, man muss andere entweder freundlich behandeln oder vernichten. Man kann nicht die ganze restliche Welt vernichten, also muss man sie freundlich behandeln. Man muss. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und deshalb, weil es gar nicht anders geht, hat das jeder Staat, wenn nicht ideologisch, dann aber zumindest faktisch so umgesetzt oder zumindest umzusetzen versucht. Und deshalb ist Fremdenfeindlichkeit im politischen Sinne ein nicht valides Konzept. Ich würde sogar sagen, es ist überhaupt kein Konzept. Es ist einfach nur ein Ammenmärchen. Das ist die politische Ebene. Dann gibt es aber auch noch eine persönliche Ebene, auf der sich Fremdenfeindlichkeit angeblich abspielen soll. Unterziehen wir das mal einer Überprüfung. Nehmen wir als Beispiel irgendein zentralasiatisches Land, sagen wir Usbekistan. Den Namen haben die meisten schon mal gehört. Aber kein Deutscher weiß, wo es liegt, wer dort lebt oder wie die Geschichte oder Kultur dieses Landes aussieht. Dieses Land und seine Menschen sind also den meisten von uns so fremd, wie sie nur sein könnten. Sind wir diesem Land und seinen Menschen nun in irgendeiner Weise feindlich gesinnt? Nein, natürlich nicht. Könnten wir auch gar nie sein. Denn wie kann man etwas feindlich gesonnen sein, dessen Eigenschaften man nicht kennt? Das ergibt keinen Sinn. Ebenso wenig kann man den Geschmack von etwas als gut oder schlecht klassifizieren, wenn man es noch nie probiert, gerochen, gesehen oder davon gehört hat. Beantworte die Frage, wie findest du Dinge, die du nicht kennst? Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Sie ergibt einfach keinen Sinn. Wie steht man etwas gegenüber, das man nicht kennt? Man steht ihm gar nicht gegenüber. Etwas anderes ist gar nicht denkbar. Ein Urteil kann immer nur basierend auf empirischen Daten gefällt werden. Und wenn empirische Daten über etwas vorliegen, ist es nicht mehr fremd. Warum stehen viele Deutsche den Einwanderern aus zum Beispiel arabischen Ländern feindlich gegenüber? Nicht, weil sie uns fremd sind, sondern weil sie uns bekannt sind. Weil uns zum Beispiel bekannt ist, dass von diesen Menschen ungewöhnlich viele kriminell gewaltbereit und gefährlich sind. Und warum steht kein Mensch den Einwanderern aus zum Beispiel Südkorea feindlich gegenüber? Weil auch diese Menschen uns bekannt sind. Und wir haben festgestellt, das scheinen normale und vernünftige Leute zu sein. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Südkoreaner einen Deutschen einfach so, ohne wirklichen Grund, niedergestochen oder zu Tode geprügelt hätte. Also freundlich oder feindlich gesonnen sein kann man immer nur dem, was man kennt oder meinetwegen dem, was man glaubt zu kennen. Es kann sich auch um ein Fehlurteil handeln. Aber niemals kann ein Mensch ein Urteil über etwas fällen, das ihm gänzlich unbekannt ist. Aber wie wir wissen, ist Logik nicht gerade die Stärke der deutschen Linken. Und damit kommen wir zur fremden Angst, der Xenophobie. Das ist wieder so eine Fantasiekonstruktion. Angst haben kann ich wieder nur vor dem, was ich kenne oder glaube zu kennen. Hat hier irgendjemand Angst vor Usbekistan? Nein. Hat hier irgendjemand Angst vor den Usbeken? Sie sind uns ja gänzlich fremd. Nein. Ein erwachsener, gebildeter Mensch hat Angst vor dem Tiger, weil er die Natur des Tigers kennt. Das Kind hat keine Angst, weil es die Natur des Tigers nicht kennt. Also die Angst vor dem Fremden, das ist wieder so etwas, das es gar nicht gibt. Selbst wenn der Mensch in eine unbekannte Situation gerät, hat er immer nur Angst vor dem, was ihm bekannt ist. Angst vor Überforderung, Angst vor Demütigung, Angst vor irgendwelchen negativen Auswirkungen, die er schon einmal durchlebt hat, die er also kennt und die theoretisch wieder auf ihn warten könnten. Aber nicht Angst vor dem, das ihm gänzlich unbekannt ist und das er gar nicht näher definieren kann. Und das Gleiche ist es dann eben auch mit dem sogenannten fremden Hass. Das ist wieder eine weitere Variante dieses Unsinns. Etwas zu hassen oder sich vor etwas zu fürchten, das einem fremd ist, das man nicht kennt, das einem unbekannt ist, ist schlicht und einfach nicht möglich. Und dann ist es natürlich auch interessant, sich anzusehen, was denn das wissenschaftliche, das philosophische Fundament all dieser Wahnideen sein soll. Und dann stellt man fest, dass ein solches gar nicht existiert. Wenn man den Begriff Xenophobie hört
könnte man denken, ach, das ist ja griechisch, haben das womöglich schon die alten Griechen, diese großen Denker und Philosophen erforscht? Natürlich nicht, denn wie soll man etwas erforschen, das es gar nicht gibt? Dieser Begriff ist eine Wortschöpfung aus dem 20. Jahrhundert und war bis 1990 kaum gebräuchlich. Und das sagt ja schon alles. Die sogenannte Fremdenfeindlichkeit wiederum ist mittlerweile Teil der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das ist auch wieder so eine Konstruktion der 90er Jahre, defekiert von irgendwelchen staatlich bezahlten Pseudowissenschaftlern, eingenistet in den durch die 68er und die Frankfurter Schule links verseuchten Universitäten. Das heißt, die gesamte Philosophiegeschichte über, die gesamte Menschheitsgeschichte über, waren das Begriffe und Konzepte, die gänzlich unbekannt waren. Erst jetzt, nach der Verbannung der Philosophie, der Wissenschaft und der Wahrheit aus dem öffentlichen Leben und der Infiltration der Universitäten durch ideologische Agitatoren, jetzt zur Morgendämmerung der neuen Weltordnung, da kommt dieses Zeug plötzlich aus der Retorte gesprungen. Und damit wissen wir, was wir davon zu halten haben. Diese pseudowissenschaftlichen Konzepte, die können wir direkt in den Papierkorb ausdrucken und auf den Müll schmeißen. Ich bin ehrlich gesagt geneigt, alles, was diese Universitäten in den letzten Jahrzehnten defekiert haben, für ungültig zu erklären. Und zwar so lange, bis es einer echten wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen wurde. 1945, 1968 und 1990 markieren Bruchlinien, die dadurch bestimmt wurden, dass die gesamte öffentliche Debatte und der gesamte Universitätsbetrieb immer ideologischer, immer dogmatischer und propagandistischer geworden sind. Je näher irgendeine Publikation oder Theorie aus dem Mainstream an der Gegenwart liegt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um absoluten Blödsinn handelt. Als Faustregel könnte man beinahe aufstellen, wenn die alten Griechen etwas gesagt haben, kann man sich fast sicher sein, dass es stimmt. Wenn die westlichen Schwätzer des 21. Jahrhunderts etwas gesagt haben, kann man sich fast sicher sein, dass es falsch ist. Also auch auf der privaten Ebene existieren weder Fremdenfeindlichkeit noch Fremdenangst noch Fremdenhass. Kein Mensch hat Angst vor Usbekistan, hasst Usbekistan oder steht Usbekistan feindlich gegenüber, weil es uns fremd ist. Sondern wir stehen, wenn überhaupt, immer nur dem feindlich gegenüber, das uns bekannt ist, zum Beispiel den USA. Und ich bin mir absolut sicher, mindestens 99% aller Patrioten, inklusive mir, hätten überhaupt kein Problem damit, wenn eine Familie aus Usbekistan nach Deutschland kommen und in ihre Heimatstadt ziehen würde. Sie könnten von mir aus auch direkt neben mir einziehen und sie könnten auch zum Essen vorbeikommen. Und von mir aus können sie bis in alle Ewigkeit hier wohnen bleiben. Das stört mich überhaupt nicht. Komisch, oder? Warum stört mich das nicht, wo ich doch einer der schlimmsten Fremdenfeinde überhaupt bin? Na ganz einfach, weil es nur eine Familie ist. Eine. Das sind dann vielleicht 3 oder 4 oder 5 Personen. Und das war's. Das stellt keine Gefährdung unserer Kultur oder unseres Volkes dar. Das ist keine Umvolkung. Das ist kein Bevölkerungsaustausch. Das ist kein Problem. Würden aber 1 Million Usbeken kommen, dann wäre ich absolut dagegen. Denn das ist eine Gefährdung und das ist Umvolkung. Und ich bin mir sicher, fast alle Patrioten, abgesehen von ein paar ganz wenigen Ausnahmen, sehen das genauso. Und diese Tatsache, dass allein die Dosis das Gift macht, ist auch einer der fundamentalsten Punkte, der in dieser Lügen- und Idiotengesellschaft um jeden Preis verleugnet, verheimlicht und totgeschwiegen werden muss, der nie angesprochen werden darf, weil er den Mythos Fremdenfeindlichkeit in einem Sekundenbruchteil wie eine Seifenblase zerplatzen lässt. Und damit würde diese ganze Wahnwelt der Linken in sich zusammenbrechen. Jeder Mensch, wenn er einen Fremden oder einen Ausländer trifft und mit ihm ins Gespräch kommt, wird dieses Erlebnis normalerweise als positiv klassifizieren, wenn es nicht ein Griesgram oder ein Eigenbrötler ist, wenn das Gegenüber nicht irgendein Krimineller oder sonst ein übler Zeitgenosse ist, sondern wenn sich einfach 2 ganz normale Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen begegnen, werden sie das als ein positives Erlebnis empfinden. Warum? Weil Menschen gerne Neuigkeiten austauschen, weil sie gerne Neues erfahren
und neue Dinge lernen. Von den Menschen aus der eigenen Stadt kann man nicht wirklich spektakuläre Neuigkeiten erfahren und man kann ihnen auch keine mitteilen, denn man kennt sich einfach. Das heißt, die Begegnungen mit den Landsleuten werden meistens sehr ähnlich verlaufen. Sie werden vielleicht sogar etwas monoton sein. Aber das ist nichts Negatives, der Mensch braucht genau das, Menschen, die ihm ähnlich sind, die er kennt und die ihn kennen, mit denen er das Leben in irgendeiner Art und Weise teilt. Also eine gewohnte Umgebung. Das gibt ihm ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. Trifft der Mensch aber einen Fremden, dann ist das eine Abwechslung. Denn von Fremden gibt es häufig Neuigkeiten zu erfahren. Denn man ist sich nicht nur persönlich fremd, sondern man weiß für gewöhnlich auch nichts von der jeweils anderen Kultur. Und dann wird der Mensch wieder zum Kind. Wie ein Kind kann er seinem Gegenüber Dinge, die man mit den Landsleuten gar nie besprechen würde, weil sie völlig selbstverständlich sind, erörtern und dadurch auch die eigene Welt sozusagen noch einmal von Grund auf neu entdecken, sich dieser bewusst werden. Um ein Kulturbewusstsein zu entwickeln, braucht es auch immer den Abgleich mit anderen Kulturen. Und wie ein Kind kann er dem Fremden zuhören, wie er von einer fremden Welt berichtet. Und deshalb ist die Begegnung mit einem Fremden oft ein ganz besonderes Erlebnis, denn der Mensch tritt aus seinem Alltag heraus, er erfährt neue Dinge, er bekommt neue Perspektiven, er erweitert seinen Horizont. Und das ist eine der besten Erfahrungen, die der Mensch machen kann. Und eben deshalb geht der Mensch auch auf Reisen, um eben diese Erfahrung zu machen. Und ich spreche hier nicht davon, auf Mallorca wie ein verrottender Kadaver in der Sonne zu liegen, sondern ich spreche davon, wirklich und tatsächlich fremde Länder zu erkunden und mit fremden Menschen zu sprechen. Aber man will diese Art von Erkundung deswegen auch nicht zu einem Dauerzustand machen, sondern man begibt sich eine Zeit lang auf Reisen, eine Zeit lang in die Fremde und dann kehrt man aber auch wieder zurück in den Heimathafen, in das vertraute Klima der eigenen Kultur. Das heißt, einen Fremden zu treffen, das ist eine Bereicherung. Von Millionen von Fremden umzingelt zu sein, das ist der Verlust des Heimathafens. Und das ist dann natürlich überhaupt keine Bereicherung mehr, sondern im Gegenteil, dadurch wird dem Menschen im Grunde alles zerstört. Ihm wird die Freude daran zerstört, Fremde kennenzulernen, weil er von diesen eben regelrecht belagert wird, und ihm wird die eigene vertraute Umgebung zerstört. Das ist so ziemlich der schlimmste und krankhafteste Gesellschaftsentwurf, der sich denken lässt und der nur kranke Subjekte hervorbringt. Und da alle Menschen diese Erfahrung des Kontakts mit Fremden gerne machen und sie sich darüber hinaus manchmal sogar als äußerst nützlich erweisen kann, hat man zu allen Zeiten in allen Ländern, in die Fremde als Einzelpersonen oder kleine Gruppen kamen, fast immer das Gleiche erlebt. Sie wurden herzlich empfangen, sie bekamen zu essen, zu trinken, man tauschte Neuigkeiten aus und so weiter und so fort. Weil das normale, natürliche Verhalten ist. Das ist die Regel und es gibt nur wenige Ausnahmen davon. Wenn aber mehr als ein paar Fremde kamen, wenn viele kamen, sehr viele, dann reagierten die Einheimischen feindselig. Das wird durch ein Zitat von Günter Nenning sehr gut illustriert. Wenn 5 Fremde zu einem Negerstamm kommen, wird ein Schwein gebraten. Wenn 50 kommen, wackelt der Häuptling mit dem Kopf. Sind es sogar 500, wackeln alle mit den Köpfen. Wenn 5000 kommen, werden die Speere geputzt und geschliffen. Denn das ist die natürliche Reaktion. Einem Fremden oder einigen wenigen Fremden gegenüber reagiert der Einheimische in der Regel aufgeschlossen. Kommen Tausende oder gar Millionen, dann reagiert er feindselig. Es gibt also keine Fremdenfeindlichkeit an sich, sondern es gibt nur Reaktionen auf Ereignisse. Und da Millionen von Eindringlingen nun mal eine Gefahr darstellen, reagiert man feindselig. Das ist aber keine Fremdenfeindlichkeit, das ist Selbstverteidigung. Fremdenfeindlichkeit wäre, den einzelnen Fremden, der im eigenen Territorium ankommt, direkt feindselig zu empfangen. Und da wäre es doch einmal interessant, sich anzusehen, wie die deutsche Bevölkerung Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, darauf so
reagiert hat. Das deutsche Volk war ja gerade damals noch ein äußerst fremdenfeindliches und rechtsextremes Volk. Die 68er Gehirnwäsche war damals ja noch lange nicht übers Land gezogen. Die Deutschen wussten noch nichts von Buntheit und Multikulti. Und sogar in den Behörden und Parteien saßen ja überall noch die bösen Altnazis. Da müssen es die ersten Gastarbeiter ja furchtbar, furchtbar schwer gehabt haben, oder? Und wenn man sich dann einmal die Statistik ansehen möchte, stellt man fest, es liegen gar keine Daten vor. Dann behaupten die Linken natürlich, das wurde ja gar nicht statistisch erfasst. Ja, das stimmt. Aber es wäre wohl nicht sonderlich schwer, diese Daten zumindest halbwegs zu rekonstruieren. Also wenn die Deutschen in den 50ern massenhaft Italiener und in den 60ern massenhaft Türken gelyncht hätten, müsste da ja zumindest irgendetwas vorliegen. Irgendwelche Zeitungsberichte zum Beispiel. Aber da ist schlicht und einfach gar nichts. Herangezogen werden immer nur die rechtsextremistischen Gewalttaten seit 1990. Denn da ging es erst so richtig damit los. Und selbst die sonstigen bekannten Einzelfälle davor reichen bestenfalls bis in die 70er Jahre zurück. Und das zeigt mit der größtmöglich wünschbaren Deutlichkeit, was hier los ist. Solange die Zahl der Gastarbeiter oder Einwanderer verhältnismäßig gering war, hat sich kein Mensch daran gestört. Was unter anderem auch daran liegt, dass eine solche Minderheit natürlich gezwungen ist, sich anzupassen, zu benehmen und zu integrieren, was bei Millionen von Einwanderern dann nicht mehr der Fall ist. Nur durch ihre hohe Anzahl haben sie dann überhaupt erst die Möglichkeit, Parallelgesellschaften zu bilden. Individuen und kleine Gruppen müssen sich immer integrieren. Und erst dann, als es immer mehr wurden, als es zu viele wurden, als sich Parallelgesellschaften bildeten, als klar wurde, dass diese hohe Anzahl an Einwanderern eine Gefahr für unsere Kultur darstellt, da wurde es den Deutschen langsam mulmig. Da wurden sie zunehmend feindselig und erst da gelangten die Ersten zu dem Schluss, sie müssten gewalttätig werden. Je mehr Einwanderer kommen, desto größer wird die Zahl derer, die dagegen aufbegehren. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und mit diesem Wissen hat man dann auch die Antwort darauf, warum wir jetzt in Europa eine so große Zahl an Islamkritikern und Islamfeinden haben, weil Millionen von Muslimen hier sind. Es gab auch schon vor 200 Jahren Muslime in Deutschland. Das ist nichts Neues. Aber das waren eben nur einige hundert oder einige tausend. Und das waren keine deutschen Muslime, sondern das waren wirklich und tatsächlich Menschen aus dem Orient. Und die waren trotzdem bestens integriert. Und die Beziehungen waren freundschaftlich. Es gab da überhaupt gar keine Probleme. Und das ist die nächste gnadenlose Zertrümmerung dieses Mythos, wie fremdenfeindlich, rassistisch und bösartig Deutschland schon immer gewesen sei und in seinem tiefsten Inneren von Natur aus wäre. Das gab es nie. Das ist pures Hollywood, was euch da vorgeführt wird. Weder vor 200 Jahren, noch vor 100 Jahren, noch vor 50 Jahren hat es irgendjemanden gestört, dass Muslime oder überhaupt Menschen aus dem Orient hier waren. Einfach weil es relativ wenige waren. Und erst jetzt, wo Millionen von Muslimen hier sind und weitere Millionen kommen, da entwickeln die Deutschen und die Europäer logischerweise eine Feindseligkeit dem Islam gegenüber. Normalerweise würde sie der Islam gar nicht interessieren. Was wissen denn die Deutschen über den Hinduismus? Ja, da malen sich die Leute so einen roten Punkt auf die Stirn und dann gibt's da so einen Elefantengott und dann noch irgend so einen blauen Typen mit ganz vielen Armen. Das ist alles, was die Deutschen über den Hinduismus wissen, nämlich gar nichts. Und was wissen sie über den Shintoismus? Gar nichts. Was wissen sie über den Sikhismus? Gar nichts. Aber aus dem Koran, da können die Deutschen Suren zitieren. Die einen können jene Suren zitieren, in denen zur Gewalt aufgerufen wird, und die anderen können jene zitieren, in denen zur Barmherzigkeit aufgerufen wird, je nachdem, wie sie argumentieren wollen. Meint ihr, vor 50 Jahren hätte irgendein durchschnittlicher Deutscher aus dem Koran zitieren können? Nein, natürlich nicht. Es hat ihn einfach nicht interessiert.
Aber jetzt auf einmal, da werden plötzlich alle zu Islamwissenschaftlern und meinen, ihr Werturteil einbringen zu müssen. Ja, warum? Weil wir mit Millionen von Muslimen überflutet werden. Das ist nur die Reaktion darauf. Stellen wir uns mal vor, es wären statt dieser Millionen von Muslimen aus dem Orient Millionen von Hindus aus Indien hier eingewandert. Dann hätten wir heute genau das gleiche Theater, nur umgekehrt. Kein Deutscher hätte den Koran gelesen, kein Deutscher würde sich überhaupt für den Islam interessieren oder ihn kritisieren, sondern stattdessen würden alle jammern, wie schrecklich doch das Kastenwesen im Hinduismus sei, wie sehr die Frau dort benachteiligt würde und so weiter und so fort. Dann wären wir jetzt keine Nation von Islamwissenschaftlern, sondern eine Nation von Hinduismuswissenschaftlern. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre hier gar niemand eingewandert. Weder Muslime, noch Hindus, noch sonst jemand. Was wäre denn dann? Tja, dann wäre schlicht und einfach Ruhe und Frieden. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall sein, denn die Architekten der neuen Weltordnung, die brauchen ja das Chaos. Sie brauchen ja die Konflikte, sie brauchen ja den Krieg und die Zerstörung. Denn die neue Weltordnung wird ja dann als Lösung für all diese Probleme präsentiert werden. Und um eine künstliche Lösung durchdrücken zu können, muss ich zunächst mal künstliche Probleme schaffen. Künstliche Masseneinwanderung, künstlichen Multikulturalismus, künstlichen Terrorismus und künstlichen Extremismus. Es ist alles künstlich. Nichts davon ist echt und authentisch. Vor 200 Jahren gab es das alles überhaupt nicht. Da gab es auch Konflikte, aber die waren dann echt, authentisch und notwendig. Das, was hier jetzt stattfindet, das ist eine Inszenierung aus dem Drehbuch. Hätte man nicht künstlich Millionen von muslimischen Einwanderern hierher geholt und künstlich den ganzen Orient zerstört, künstlich den Terrorismus und islamischen Fundamentalismus hochgezüchtet, dann wäre schlicht und einfach Ruhe. Es gäbe ein paar islamistische Terroristen, die politisch überhaupt keine Rolle spielen würden, und das wäre alles. Und den einen oder anderen regionalen Konflikt im Orient gäbe es wahrscheinlich auch, aber ganz sicher nicht den Flächenbrand, den wir jetzt haben, der vom Atlantik bis an den Indus reicht. Und ich muss ehrlich sagen, da hat sich mittlerweile dermaßen viel Hass angestaut auf beiden Seiten, die Chancen, dieses Pulverfass nochmal zu entschärfen, die sind gering. Also das Ding wird uns um die Ohren fliegen. Und da könnt ihr euch, die Einheimischen wie die Einwanderer, die Muslime wie die Deutschen, bei den Dämonkraten bedanken. Die haben das alles fabriziert. Und wer sogenannte Fremdenfeindlichkeit bekämpfen möchte, der sollte anstatt Pegida oder die AfD anzugreifen, lieber mal im Bundestag, im Bundeskanzleramt und im Europaparlament aufräumen. Denn dort wurde jedes Vernichtungsprogramm, das im Nahen Osten durchgeführt wurde, abgesegnet, gerechtfertigt oder zumindest hingenommen. Im Orient wurde und wird systematische, dämonkratische Menschenvernichtung betrieben. Durch Sanktionen, durch Bomben, durch Drohnen, durch Uranmunition und die Unterstützung des IS. Propagandistisch begleitet, beschönigt, verharmlost und gerechtfertigt wurde das alles von der Lügenpresse. Und diese ganzen Refugees Welcome Tussis, die jetzt die Flüchtlinge beklatschen, die sind auf Partys gegangen, während dort unten die Bomben gefallen sind und während wir alles dafür getan haben, um das zu verhindern. Während wir daran gearbeitet haben, die Dämonkraten zu stoppen und Hunderttausenden von Ausländern und Muslimen das Leben zu retten, hat dieses widerliche Schickeriergeschmeiß gar nichts getan. Überhaupt gar nichts. Und jetzt kommt dieser Humanschrott auf einmal daher und sagt mir, ich wäre fremdenfeindlich. Ich, derjenige, der Hunderttausenden Muslimen das Leben retten wollte, aber es natürlich nicht konnte, während dieser Abschaum, ich weiß nicht was gemacht hat, Fernsehen geglotzt, sich besoffen oder was auch immer. Und daher war es eine sehr treffende Formulierung, als der ehrwürdige Assad sagte, mit einem Auge werden die Flüchtlinge hier im Westen beweint und mit dem anderen wird auf sie mit der Waffe gezielt. Und das ist es nämlich. Die Flüchtlinge und Einwanderer, die jubeln jetzt gerade ihren Mördern zu.
Wo waren denn diese ganzen Schlafmützen, diese politisch korrekten Feiglinge vor 5 Jahren, als mit der Vernichtung Syriens begonnen wurde? Wo waren sie da? Wo waren da die Proteste? Wo waren da die kritischen Fragen, woher die sogenannten gemäßigten Rebellen ihr Geld und ihre Waffen haben? Wo war da die Frage nach den Beweisen, dass Assad ein Massenmörder sei? Nirgends. Die sind so unfassbar feige und rückgratlos, dass sie nicht mal mehr die Kraft aufbringen zu fragen, ist das wahr? Ist das wahr, was über Assad behauptet wurde? Oder was über Gaddafi behauptet wurde? Gibt es überhaupt irgendeinen Beweis dafür? Ist der Angeklagte wirklich schuldig? Sondern die Lügenpresse sagt, das sind böse Menschen und weil es böse Menschen sind, braucht man gar nicht erst nach den Beweisen fragen, die belegen, dass es böse Menschen sind. Denn wenn jemand nach den Beweisen fragen würde, wenn jemand diese Menschen in Schutz nehmen würde, weil einfach keine Beweise vorliegen, würde derjenige dadurch selbst ein böser Mensch. Was ist denn das für eine Rechtsauffassung? Das ist ja nicht zu glauben. Aber sie haben da alle mitgemacht. Alle, alle, alle. Wenn es darum geht, einen Kriegseinsatz zu führen, dann sind sie alle erstmal irgendwie so latent dagegen, denn Krieg ist ja ganz, ganz schlimm, Militär ist ganz, ganz schlimm und das deutsche Militär ist ja das Allerschlimmste überhaupt. Aber wenn es dann ganz konkret darum geht, einen Krieg zu verhindern, dann sind sie jedes Mal zu feige, denjenigen, der da angegriffen wird, in Schutz zu nehmen. Dann heißt es jedes Mal, ach, das sind ja Diktatoren, die können eh weg. Wunderbar illustriert wird das Ganze auch von der Linken, denn als sich einige Mitglieder der Linken gegen die Sanktionierung Syriens aussprachen, was völlig richtig war, denn Sanktionen sind nichts anderes als ein Mordinstrument zur Menschenvernichtung, das vor allem immer die Schwächsten trifft, wurde der Linken der Vorwurf gemacht, sie würde sich mit Assad solidarisieren. Und feige und rückgratlos, wie sie eben ist, ist sie dann zurückgerudert und hat behauptet, kein einziges Mitglied der Linken ist solidarisch mit Assad, denn Assad schießt auf sein eigenes Volk. Wo sind die Beweise, ihr gottverdammten, schmierigen, transatlantischen Lügner? Nirgends. Es gibt keine Beweise. Und ich habe damals, 3 Jahre ist das jetzt her, den Gegenbeweis erbracht. Ich habe mir das Material zukommen lassen, das zeigt, wie die syrische Bevölkerung die syrischen Soldaten bejubelt, umarmt und küsst, weil die Soldaten eben die Beschützer und die Retter der Bevölkerung vor den Terrorhorden waren und sind. Und ich habe das natürlich auch veröffentlicht und natürlich hat es kein Schwein interessiert, weil all diese politisch korrekt verseuchten Idioten entweder komplett ignorant oder eben einfach zu feige sind, sich einfach mal auf die Seite der Wahrheit zu stellen. Und ich kann diesen Menschen nur sagen, ihr seid der minderwertigste, widerlichste, rückgratloseste und mieseste Abschaum, der jemals auf diesem Planeten herumgekrochen ist. Und ihr seid schuld, dass Millionen von Menschen im Orient sterben mussten und ich und alle, die mich unterstützt haben, wir sind nicht schuld. Wir haben alles dafür getan, um die transatlantischen Lügner zu entlarven und um zu verhindern, dass das geschieht. Und ihr habt gar nichts getan. Ihr habt diese Lügen sogar noch gedeckt. Das heißt, die wahren Fremdenfeinde seid, wenn dann ihr. Also, um diesen Punkt abzuschließen, es gibt überhaupt keine Fremdenfeindlichkeit. Jedenfalls nicht in der Form, wie es von diesen Pseudowissenschaftlern behauptet wird. Weder als politisches Konzept noch als individuelle Verhaltensweise. Da werden die meisten jetzt natürlich sagen, aber Moment mal, es gab doch Kriege, es gab doch Genozide, es gab doch Benachteiligung oder unwürdige Behandlung anderer Volksgruppen und so weiter und so fort. Ja, natürlich gab es das, aber dabei handelte es sich nicht um die Auswirkungen eines angeblich universellen Prinzips namens Fremdenfeindlichkeit, sondern um individuelle Konflikte. Das heißt, sie waren räumlich und zeitlich in irgendeiner Art und Weise begrenzt und sie hatten spezifische Ursachen. Und jene Wissenschaftler, die halbwegs ehrlich sind, die geben auch zu,
Ja, eine generelle, universelle Fremdenfeindlichkeit, so wie wir sie definieren, die sich als eine Konstante durch die Menschheitsgeschichte ziehen würde, die gibt es eigentlich gar nicht. Unehrliche Wissenschaftler, die sagen dann, ja, es haben doch schon die alten Griechen andere Völker als Barbaren bezeichnet, dabei ist Barbaren im Grunde nur ein Synonym für Nicht-Griechen, und später wurden dann die Schwarzen von den Weißen versklavt, und jetzt haben wir eben Pegida. Da werden dann auf die unwissenschaftlichste, abenteuerlichste Weise unterschiedlichste Konflikte und historische Ereignisse, die absolut nichts miteinander zu tun haben und völlig unterschiedliche individuelle Ursachen haben, irgendwie miteinander verknüpft, und daraus hat man dann eben diese pseudowissenschaftlichen Erklärungen zu extrahieren versucht, dass im Grunde alle Menschen von Natur aus irgendwie fremdenfeindlich wären und dass diese irrationale Geisteskrankheit, die der Mensch von Natur aus hat, eine mörderische Gefahr darstellen würde, die nur durch ganz viel dämonkratische Bildung, also Gehirnwäsche, in Schach gehalten werden könne, dass die Menschen dann aber, wenn sie persönliche Krisen durchleben, wieder in diese archaischen Denkschemata zurückfallen würden und dann, weil sie einen Sündenbock bräuchten, alles auf die Fremden schieben würden und so weiter und so fort. Also ein dermaßen abenteuerliches Zeug haben die da zusammen fabriziert. Wenn man es nicht besser wüsste, müsste man glauben, das alles sei einem Irrenhaus entsprungen. Also das ist alles Blödsinn. Fremdenfeindlichkeit gibt es gar nicht, sondern was es gibt, das sind Gruppen, rassische, ethnische, religiöse und kulturelle Gruppen, und jede dieser Gruppen hat Interessen, und diese Interessen können miteinander in Konflikt geraten, und das ist die Konstante, die sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Und wenn die Interessen zweier solcher Gruppen in Konflikt geraten und wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind, dann kann es zum Krieg, zum Genozid oder was auch immer kommen. Aber erstens ist das dann ein Konflikt einer gegen einen oder auch mal einer gegen zwei oder einer gegen drei, aber ganz sicher nicht einer gegen alle anderen Gruppen des Planeten, weil sie einfach fremd wären. Und zweitens ist die Ursache dafür nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern die Ursache ist der Interessenkonflikt in Verbindung mit bestimmten spezifischen Vorbedingungen. Im Falle des IS sieht das dann zum Beispiel so aus. Der IS begeht jetzt gerade im Orient Völkermord. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was ist die Ursache dafür? Der vertrottelte Gutmensch würde sagen, ja, Fremdenfeindlichkeit. Und damit ist dann alles erklärt. Damit ist überhaupt die ganze Weltgeschichte erklärt, denn das ist schlicht und einfach die Begründung für alles. Für jeden Krieg, jeden Völkermord, jede Form der Sklaverei, der Grund für all das war die Fremdenfeindlichkeit. Tja, so einfach kann man es sich machen, wenn man ohne Gehirn lebt. Und was man dann auch machen kann, das ist das Wichtigste, man kann all die Kriege und Völkermorde, die jemals geschehen sind, in seinen Gegner, zum Beispiel Pegida oder die AfD, hineinprojizieren, denn der Nenner ist ja immer der gleiche, nämlich die angebliche Fremdenfeindlichkeit, klar. Also, das ist natürlich Unfug. Die Bedingung für den Völkermord, den der IS jetzt begeht, war nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern die Bedingungen waren, dass der Westen den ganzen Orient über Jahre und Jahrzehnte hinweg systematisch in Schutt und Asche gelegt und verelendet hat, um Menschen zu schaffen, die nichts mehr zu verlieren haben und voller Hass und Rachedurst sind. Hinzu musste das ideologische Fundament, nämlich der Wahhabismus, kommen. Hinzu mussten das Geld, die Waffen, die Unterstützung aus dem Ausland, zum Beispiel aus Saudi-Arabien, kommen. Außerdem mussten die Sunniten im Irak nach dem Sturz Saddams benachteiligt werden. Es mussten die amerikanischen Truppen aus dem Irak abgezogen sein. Es mussten die irakischen Truppen fliehen, anstatt zu kämpfen. Es musste den arabischen Frühling geben. Es musste Syrien erst geschwächt und destabilisiert werden. Es musste die westliche Lügenpresse all diese Vorgänge vertuschen, vernebeln und verdrehen, um die westliche Bevölkerung einzuschläfern und so weiter und so fort. All diese Bedingungen und noch einige andere mehr mussten erfüllt sein, und erst infolge der Kombination all dieser Faktoren konnte es nun zum Völkermord kommen. Und wenn man die Frage stellt, wäre es in Deutschland denkbar, dass die Patrioten im Konflikt mit den Einwanderern in ähnlicher Art und Weise verfahren würden, wie zum Beispiel der IS,
dann muss man sagen, ja, und zwar dann, wenn ein ähnlich langer Rattenschwanz an Vorbedingungen erfüllt wäre, von denen zum jetzigen Zeitpunkt nicht eine einzige erfüllt ist, aber nicht eine. Das ist ein wahnwitziges Hirngespinst der deutschen Linken, auf der sie ihre antideutsche Ideologie aufbauen. Mehr nicht. Mord und Totschlag, Enteignung, Vertreibung, Deportation, das wird es alles nicht geben. Es mag ein paar Leute geben, die das wollen, glauben zu wollen oder es eigentlich nicht wollen, aber meinen, dass es notwendig sei, aber es besteht nicht die leiseste Spur eines Anzeichens dafür, dass diese Leute jemals eine Rolle spielen werden. Also, was würde passieren, wenn eine patriotische Regierung in Deutschland an die Macht käme? Würde ein Mob mit Fackeln und Mistgabeln die Asylantenheime stürmen? Nein, denn wir sind hier nicht bei den Hottentotten und auch nicht in Hollywood. Es ist Deutschland hier. Werden die ganzen Asylanten und Einwanderer dann rausgeschmissen? Nein, denn wir sind hier auch nicht in der Disco oder irgendeiner Spelunke. Es ist Deutschland hier. Also, was würde passieren? Ganz einfach. Man würde ein politisches Programm ausarbeiten. Man würde sich an einen Tisch setzen, ein Stück Papier nehmen und dort auf diesem Stück Papier ein politisches Programm, also Gesetze formulieren, die den Fortbestand der nationalen und ethnischen Gruppe der Deutschen sicherstellen. Also sicherstellen, dass schlicht und einfach die UN-Konvention gegen Völkermord eingehalten wird. Und diese Gesetze, die dort festgelegt werden, die werden sauber verabschiedet und dann sauber umgesetzt. Das ist das Schreckensszenario, das bevorstünde. Leider ist das weder sonderlich furchterregend, noch unmoralisch, noch ungesetzlich, sondern einfach nur stinknormales, stinklangweiliges Völker- oder Menschenrecht. Deshalb ist davon auch nie die Rede, sondern stattdessen führt man euch irgendwelche Hollywood-Lynchmobs vor, die vorwiegend in der Fantasie der Linken existieren. Zum Abschluss. Wie würden diese gesetzlichen Bestimmungen in etwa aussehen? Sie würden folgendermaßen aussehen. Punkt 1. Totaler Einwanderungsstopp. Kein Ausländer wird mehr nach Deutschland einwandern, ob nun legal oder illegal. Die Grenzen werden dicht gemacht. Allen, die sich darüber beklagen, ist zu sagen, ihr hattet die letzten 50 Jahre Zeit, hier einzuwandern, und wenn ihr es in dieser enormen Zeitspanne versäumt habt, dann tut es uns leid, aber wir werden jetzt erstmal eine Pause einlegen für unbestimmte Zeit. Wendet euch bitte an die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, vielleicht lassen die euch ja rein. Punkt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland automatisch sinken. Ohne Zwang, ohne Gewalt, ohne Deportation, ganz ohne Hollywood wird die Anzahl sinken. Warum? Weil jedes Jahr nicht nur Hunderttausende Deutsche aus der BRD fliehen, sondern eben auch Hunderttausende Einwanderer. Weil sie sich hier nicht zu Hause fühlen, in ihre Heimat zurückkehren wollen, die wirtschaftlichen Repressionen nicht mehr ertragen können oder was auch immer. Punkt 2. Sämtliche illegalen Einwanderer, die keinen Anspruch auf Asyl haben, werden abgeschoben. Und nein, sie werden nicht in Viehwaggons verladen und deportiert, sondern sie werden von Beamten nett und freundlich zum Flughafen begleitet und in ein Flugzeug nach Hause gesetzt. Punkt 3. Sämtliche Schwerstkriminellen und Mehrfachtäter werden in ihre Heimatländer abgeschoben. Die deutsche Staatsbürgerschaft wird ihnen aberkannt. Punkt 4. Sämtliche Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise am deutschen Staat zu parasitieren, werden den Einwanderern entzogen. Zum Beispiel wird Einwanderern das Kindergeld gestrichen. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau aus dem Ausland hier ein Dutzend Kinder in die Welt setzen wollen, können sie das gerne weiterhin tun. Aber sie werden das gefälligst selbst bezahlen. Wir werden das nicht mehr bezahlen. Und wenn ihnen das nicht passt, dann kann ich nur noch einmal das zuvorgesagte wiederholen, dann versucht es doch bitte bei den Franzosen, den Engländern oder geht doch gleich zurück in eure Heimatländer. Punkt 5. Man wird verschiedene finanzielle Anreize schaffen, welche die Rückwanderung für Migranten attraktiver gestalten. Zum Beispiel Zuschüsse für den Umzug, ein verlustfreier Kapitaltransfer ins Ausland, vielleicht sogar eine Abschiedsprämie, was auch immer.
Des Weiteren wird man mit den Heimatregierungen der Einwanderer Verträge und Programme aushandeln, um eine reibungslose Rückwanderung zu gewährleisten. Nach Umsetzung dieser 5 einfachen Schritte wird die Anzahl der Einwanderer drastisch und kontinuierlich sinken. Von alleine. Alle Illegalen werden abgeschoben, alle Kriminellen werden abgeschoben und alle Sozialschmarotzer werden von alleine gehen, sobald es hier nichts mehr zu holen gibt. Und neue werden nicht mehr nachkommen. Ab diesem Zeitpunkt werden wir nur noch Einwanderer haben, die legal hier sind, die sich an die Gesetze halten und die Leistungen erbringen. Und parallel dazu werden sowohl die Gesamtzahl der Einwanderer als auch deren Geburtenraten sinken. Damit sind wir aus dem Gröbsten raus. Und dann wird ein Prozess der Remigration einsetzen. Die Einwanderer werden nach und nach in ihre Heimatländer zurückkehren. Ich wiederhole es noch einmal. Ohne Zwang, ohne Gewalt, ganz ohne linke Hollywood-Fantasien. Und dieser Prozess wird etwa 20 bis 30 Jahre dauern. Parallel dazu ist es natürlich unbedingt erforderlich, die Geburtenraten der Deutschen anzukurbeln, die Auswanderung zu bremsen, die Rückwanderung von Deutschen zu befördern und so weiter und so fort. Und das wird eben auch seine Zeit brauchen, aber das ist dann unser eigenes Problem. Und am Ende, wenn dieser Prozess der Remigration abgeschlossen ist, wird ein gewisser, harter, aber kleiner Kern an Einwanderern übrig sein, der ohne Probleme hier bleiben kann. Das werden diejenigen sein, die unbedingt hier bleiben wollen, weil sie hier ein Unternehmen führen oder Teil der deutschen Streitkräfte sind oder das Land einfach schätzen gelernt haben und dergleichen mehr. Und dann ist dieser ganze Schaden, den die Dämonkraten mit ihrem Multikulturalismus angerichtet haben, wieder behoben. Dann ist die Zukunft des deutschen Volkes sichergestellt, dann ist der soziale Friede wiederhergestellt, und der Völkerstreit in der Welt wird sich wieder vermindern. Und das ist alles machbar, ohne auch nur einem Menschen irgendein Unrecht anzutun. Das war nun die diplomatische Antwort auf all den Unsinn, mit dem man tagtäglich so konfrontiert wird. Die undiplomatische, die exzentrische Antwort, die wäre weit kürzer gewesen, hätte uns aber nicht sonderlich weitergebracht, und sie wäre in etwa folgendermaßen ausgefallen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon die da überhaupt reden. Fremdenfeindlichkeit? Fremdenangst? Fremdenhass? Hass auf Ausländer? Hass auf alle Menschen, die anders sind, auf alle anderen Kulturen der Erde? Keine Ahnung, was das alles überhaupt sein soll. Was ist das? Wo gibt's das? Und die wichtigste Frage, was hat das alles bitteschön mit mir, mit uns, mit unserer Situation zu tun? Für mich sind das alles Schilderungen aus einem Science-Fiction-Roman. Und wenn mich jemand fragen würde, bist du weltoffen? Dann würde ich sagen, natürlich bin ich weltoffen. Ich habe von klein auf viele Länder der Erde besucht und viele Kulturen kennengelernt und es war für mich oft eine Freude, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Und ich schätze auch die Vielfalt der Kulturen auf der Erde. Aber soll ich deswegen etwa die Vernichtung meines Volkes akzeptieren? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Was um Himmels Willen hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Natürlich wie immer gar nichts. Erinnert euch einfach daran, wovon ich vorhin sprach, womit die linken Ideologen arbeiten. Mit Strohmännern, mit Nebelkerzen, mit Unterstellungen. Sie nennen die Erhaltung der ethnischen und nationalen Gruppe der Deutschen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rückständigkeit und sie nennen die Vernichtung der ethnischen und nationalen Gruppe der Deutschen Vielfalt, Weltoffenheit und Modernität. Sie nehmen Dinge, die sich eigentlich ganz klar beschreiben und klassifizieren lassen und geben ihnen einfach andere Namen. Und damit vernebeln sie einerseits die Wirklichkeit, lenken von ihr ab, locken uns von ihr weg und schaffen parallel dazu einen Strohmann, den sie uns dann unterschieben und anschließend bequem zerlegen können. Und deshalb reicht es eben nicht zu sagen, ja, also diese Fremdenfeindlichkeit ist wirklich ganz, ganz schrecklich, aber wir haben nichts damit zu tun. Denn damit ist dann das komplette ideologische Fundament der Antideutschen bereits abgesegnet. Und damit gibt man ihnen die geladene Waffe in die Hand, mit der sie einen dann erledigen wollen. Aber genau das machen eben die deutschen Patrioten, das macht die AfD, das macht Pegida, das machen im Grunde alle.
Sie begeben sich freiwillig weg von der eigentlichen Kernfrage, in der man die Linken wirklich festnageln und mit ihren eigenen Waffen schlagen könnte, nämlich: Hat die ethnische und nationale Gruppe der Deutschen ein Existenzrecht, ja oder nein? Hin auf diesen vergifteten, linksideologischen Boden, von dem aus sie dann argumentieren, ja, ihr habt in allem Recht, was ihr sagt, und die Fremdenfeinde, die existieren, die sind ganz gefährlich, die müssen bekämpft werden, aber wir gehören nicht dazu. Und dann sagen die Linken einfach, doch, ihr gehört schon dazu. Werft mal einen Blick in unsere Pseudowissenschaft, die ihr soeben abgesegnet habt, da steht alles drin. Und dann schwingt nur noch die Guillotine und dann ist Ende. Aber so sind die deutschen Patrioten eben, die rennen wirklich in jede Falle. Also Schluss damit. Schluss mit dem Herumrühren in dieser linken Soße. Fremdenfeindlichkeit, das ist ein Thema, das für mich gar nicht existiert. Das interessiert mich überhaupt nicht und hat mit mir gar nichts zu tun. Es geht um das Existenzrecht der nationalen und ethnischen Gruppe der Deutschen. Ein Recht, das von der UN festgeschrieben wurde. Das ist das eigentliche Thema, um das es geht, um das es gehen sollte, falls die Patrioten irgendwann mal aufwachen. Und was irgendwelche 15-jährigen Bürschchen oder sonst irgendwelche Spinner in irgendwelchen Kommentarspalten schreiben, von wegen alle rausschmeißen, alle umbringen und so weiter und so fort, das interessiert mich doch genauso wenig. Ja, zugegeben, es gibt irgendwelche Penner, die schreiben irgendein wirres Zeug irgendwo hin. Ja und? Wie gesagt, es gab auch irgendwelche Sekten, die wer weiß was von sich gegeben haben. Interessiert das irgendwen? Nö. Hat ja mit ernstzunehmender Politik gar nichts zu tun. Das ist eine Parallelwelt. Weg damit, auf Wiedersehen. Viel Spaß in Mittelerde. Es ist Deutschland hier. Es geht um das Existenzrecht der ethnischen und nationalen Gruppe der Deutschen und damit um die Souveränität dieser Gruppe, denn wenn man die nicht hat, ist man immer dem Willen des Protektors ausgeliefert. Und unser momentaner Protektor ist uns offensichtlich nicht sonderlich wohlgesonnen, also muss der Protektor weg, also muss die Souveränität wiederhergestellt werden, um unsere Zukunft zu sichern. Das ist das Entscheidende. Und alles andere ist, wenn überhaupt, Nebensache oder aber reines Ablenkungsmanöver. Zum Beispiel solche Fragen wie, ist der Islam gut oder schlecht? Ist er reformierbar? Gehört der Islam zu Deutschland? Über so ein Zeug wird da diskutiert, aber nicht ein Wort wird über Souveränität oder das Existenzrecht des deutschen Volkes verloren. Aber nicht eines. Lasst euch doch nicht immer so vorführen von denen. Und damit es hier auch ja nicht zu Missverständnissen kommt, ich kann euch ganz genau sagen, wer zu Deutschland gehört, meiner Ansicht nach. Zu Deutschland gehört jeder, der sich für Deutschland einsetzt, der für Deutschland kämpft. Und zwar für das wahre Deutschland, nicht für dieses bundesrepublikanische Pseudo-Deutschland, das wir jetzt haben. Und natürlich, Blut ist dicker als Wasser. Aber wer hat denn den größeren Wert für Deutschland? Ein deutscher Feigling und Verräter, der bereit ist, unser Land für 30 Silberlinge zu verschachern? Oder ein fremdländischer, meinetwegen orientalischer, muslimischer Ehrenmann, der aber bereit ist, der Tyrannei die Stirn zu bieten und sein, wenn auch nicht deutsches Blut, gemeinsam mit uns zu vergießen, wenn es sein muss? Die Antwort sollte leicht fallen. Also jeder Mensch, der für Deutschland kämpft, egal woher er stammt, gehört nicht einfach nur genauso dazu wie jeder andere, sondern er gehört tausendmal mehr dazu als diese ganzen miesen deutschen Huren, die da jetzt gerade rumkriechen. Und jeder Einwanderer, wie auch jeder Deutsche, der in diesen Konflikt hineingeraten ist, der kann sich jetzt entscheiden. Will er persönlichen Profit aus der momentanen Schwäche Deutschlands schlagen oder will er daran mitwirken, Deutschland wieder stark zu machen? Und an eurer Wahl, daran werdet ihr gemessen werden. Und damit lasst uns auseinandergehen. Ja.
Deutschland, wir müssen Deutschland wiedererstellen, weil Deutschland kein freies Land ist. Wir müssen was machen. Und wir Ausländer, Intellektuelle aus unterschiedlichen Ländern, die hier was von Deutschland bekommen haben, wir sind bereit, Deutschland zu helfen, als um Danke zu sagen.